Ja, ciao. Ist endlich Ruhe da mit den Schiffen. Gallien hat mich in Ruhe gelassen, top. So. Ihr geht mal hier hin. Dahin. Und als Gruppe hier so zur Küste. Mhm. Weiteres Merkmal erlangt. Ich glaube, das heißt, wir haben einen General wieder. General! Was haben wir denn hier? Ach, ein Rebellengeneral. Mit Fernkampf. Aber schon wieder mitten in der Pampa, ne? Ciao. So. Abscannen. Nix. Auch nicht. Afrika. Hier ist was. Tschüss. Hier ist auch was. So mitten in der Wüste, in der Sahara. Oh, hier haben wir einen General. Den nehme ich auch gleich mit, wenn ich hier mit dem Schiff lang fahre. Wenn er so lange überlebt, natürlich. Deswegen stelle ich den hier hin, da ist er nicht im Weg. Und die Schiffe fahren hier hin. Oh, schon wieder blockiert. Diese ganzen Häfen. So, oh. Moment mal, ich werde angegriffen, angerufen, einen Augenblick. Okay, da bin ich wieder, Entschuldigung. So, hier ist nichts. Oh oh, hier kommt wieder eine Riesenarmee. Wir machen das gleiche wie eben gerade, ne? Wir gehen mit denen hier nach oben. Und bauen ein Fort. Oh, ich hätte, glaube ich, hier mal erst noch Söldner angucken sollen. Das ist eigentlich auch egal. Er kommt nicht schnell genug an uns ran. Sehr gut. Gut, weiter checken. Und, ob hier sonst noch irgendwo was ist, aber ich glaube nicht. Hier. Zwei Bauernheere, weg damit. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Speichern. Spartacus 4. Ja. Ja. Soweit waren wir noch nie. Ich gehe mal hier hin. Genau, um das zu checken. Das ist aber nur ein Regiment. Er wird aber bestimmt seine Verstärkung von oben holen. Hm. Wir können es probieren. Ob es so geht. Was haben wir hier? Oh. Weg damit. So. Und das war's. Ja. Ich hoffe, er greift mich hier nicht an. Und wenn doch, dann versuche ich das mit meinen zwei Rebellengenerälen zu klären. Ah, na gut. Da greift er die doch an. Ciao. Und er greift mich tatsächlich an. Hm. Aber. Das ist 50-50, ne? Weil ich die Guten habe. Ja, ich mach mal auf Schlachtkarte. Ohne Speichern. Die Schlacht. Bestenfalls eine schmutzige Angelegenheit. Ja, ja. So, was hat er denn da? Scheiße, Fernkampfkavallerie. Dann auch noch Bogenschützen. Da muss ich volle Karacho reinreiten. Er hat nur berittene Bogenschützen. Skythische, ich weiß nicht, ob die besonders gut ist. Sie sieht sehr leicht aus, als ob die wenig Def hat. Und er wird plänkeln, ja, die werden schon beballert. Haben die Bonus in Wäldern? Ja, los, dann Spur vor. Sehr gut. So, die habe ich schon mal zermürbt. Schneller, schneller. Damit die sich auch ja nicht sammeln.
Attacke. Panik, sehr gut. Schön nochmal ein paar Killen. Hervorragend. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. So, schön alle auseinandernehmen. Und Attacke. Schön durchreiten. Und Attacke. Nein, meiner in Panik. Die Nerven verloren und flieht vor dem Feind. Scheiße. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Der sammelt sich aber nicht mehr, ne? Ich probier's mal. Aber ich glaube nicht. Ausgerechnet mein General. Schade. Oh, ja, und jetzt greift er nochmal an und die ist tot. Hä? Es haben doch beide überlebt. Okay. 199 Männer, okay. Ja, ob sich das überhaupt noch lohnt, was ich hier gerade mache? Ich glaube ja nicht. Hm. Ja. Oh, scheiße, schon wieder Kavallerie. Scheiß berittene Bogenschützen. Ja, keine Chance. Panik. Und tot. Dies ist ein finsterer Tag. Mhm. Ja, vernichten in die Lage, bla bla bla. Wir werden dann den Spielstand laden. Spartacus 4. Wo wir nach unten gegangen sind, um nachzugucken. Und wir lassen das. Wir bleiben da, wo wir sind. Ja? Da oben bleiben wir. Wobei ich sogar theoretisch hier hingehen würde. Das ist alles Kavallerie, deswegen kann der hin, wo er auch will. Ich gehe mit denen mal. Verschanze mich mal hier. Und hoffe, dass er mich in Ruhe lässt. Bis ich hier endlich Schiffe habe, um die abzuholen. Aber das dauert noch. Okay. Gut. Dann. Hatten wir, glaube ich, sonst alles hier durch, ne? Nee, scheinbar nicht. Und der hier wurde angegriffen, ne? Mit dem kann ich mal versuchen, mich hier hinzustellen. Gucken, ob das klappt. Und ansonsten. Hier meine geile Armee, die ich unbedingt behalten will. Da mein einer General, den ich mit dem Schiffen abhole. Die sind schon befehligt. Die hier. Übelst die mutigen Kämpfer. Okay. Und hier wird das Ding gebaut. Das war gleich fertig. Bitte nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ist das hier, wenn ich automatisch mache? Soll ich nochmal laden und ein bisschen weiter weggehen? Ja, ne? Ja. Und diesmal werde ich alle auflösen vorher, die hier. Das war's ja, ne? Ansonsten hatte ich nichts übersehen, glaube ich. So. Und mit denen gehe ich mal sogar hier rauf. Auch wenn ihr das provoziert. Ich probiere es einfach. Und kann es sein, dass er mit denen hier angreifen will? Und das ein bisschen buggy ist.
Das würde mich freuen. Okay. Dann jetzt aber, ne? Ach ja, hier. Den hier wollte ich hier hinschicken. Der hatte mich auch in Ruhe gelassen, tatsächlich. So. Jetzt aber. Sieht gut aus. Und Runde beenden. Ah, er greift mich trotzdem an. Es ist also egal, wo ich hingehe, ne? Ich probiere es auf der Schlachtkarte. Spartakus 5. Es werden einfach immer mehr. Okay. Fortis Fortuna adiuvat. Fortuna hilft dem Tapferen. So, Schlacht starten. Let's go. Da muss ich sofort reinreiten einfach. Das könnte ich probieren. Dass er Panik kriegt. Warum sind die so stark? Oh nein! So sollte sich kein Römer verhalten. Einer nieder. Scheiße, kann ich die irgendwie saven? Sind gute Generäle. Verdammt nochmal! Ah. Scheiße, Mann. Ja, warte mal hier, Lupe. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Es nervt mich so, dass ich mich nicht zurückziehen kann. Das ist so schwer, ey, als Rebellen. Die habe ich hier immerhin schon mal gesaved. Wir haben bisher auch nur einmal kämpfen müssen. Hauptmann, vor allem. Das sind doch alles Frauen. Automatisch werde ich verlieren. Ich mache es doch ein letztes Mal und wenn es jetzt nicht gelingt, dann habe ich halt verloren. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das schaffe. Es sind zwei berittene Bogenschützen, die sich einfach immer wieder, die immer plänkeln und sich verziehen. Und eine schwere Kavallerie, gegen die ich nichts unternehmen kann. Los, Attacke. Obwohl, warte mal. Was ich auch probieren kann, ich reite einfach immer weg. Und bis die Zeit vorbei ist. Das habe ich noch nie probiert. So geht's natürlich auch. So. So geht's natürlich auch. Also die sind natürlich dann irgendwann aus der Puste, ne? Und das schlägt auch auf deren Moral, aber... Das ist ja cool. Oh oh. Schnell, bevor sie ihre Bögen benutzen können. Ja, er versucht mich einzukesseln. Dann brecht mal aus. Oh oh, er ballert schon. Gut. Besiegt zu werden ist wahrlich. Dann ist sie halt weg. Ciao. Dann, nee, dann scheiß drauf, Alter. Das ist so ein Stress. Dann nicht. Dann halt nicht. Gut. Weg damit. Oh, das ist so frustrierend, ne? Wenn man so krampfhaft die ganze Zeit Stück für Stück sich was aufarbeitet und das dann einfach innerhalb von einer Runde zertrümmert wird und man einfach nichts hat. Es hat einfach nichts gebracht, die ganze Zeit. Ehrlich. Aber ehrlich, das ist wirklich hardcore bei bei dieser Challenge. Aber da muss ich mich, glaube ich, einfach dran gewöhnen. Also als Rebell ist das wirklich kein Zuckerschlecken.
So. Dann nächste Runde können wir den nehmen. Er hier will wieder angreifen. Deswegen gehe ich mit denen. Wieder hier hin. Nee. Warte. Hier hin. Der hier marschiert mal kurz hier hin, um auszukundschaften. Aha. Die kommen bis da. Die kommen bis da. Moment. Bis da und bis da. Also hier hin. Warum kann ich ihn nicht bauen? Ach, weil das da ist. Oh oh. Dann Moment. Noch einen Schritt nach da. Und vorbauen. So. Rundenbericht beendet. Der hier wartet schon seit Ewigkeiten. Du kannst aber noch einen Schritt hier hin. Warum auch nicht? Und ansonsten haben wir die. In der Wüste ist nichts los. So. Ja, er hier. Keine Ahnung, was sein Plan ist. Und das war's, ne? Dann wieder. Ah, was haben wir denn hier? Müll. Und hier ebenfalls. Ansonsten alles gut. Die da bleiben. Unser Gold gewinnt auch allmählich weniger, ne? Ah, hier haben wir eine neue Bauoption. Ich gehe mal kurz in die... ne, nicht Gebäudekartei, Siedlungsdetails. Was erhöht denn unsere Einnahmen? Steuern, Farmen, schlechte Ernte. Dann sollte ich mal Farmgemeinschaft bauen. Hä? Das erhöht die Verwüstung und Korruption. Tempel der Nike? Okay. Gut, Erfahrungsbonus. Außerdem hier irgendwie Geld, ne? Narven? Narven! Dann kann ich selber Schiffe herstellen. Was bin ich denn für ein Storch? Warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Okay, dann machen wir das so. Ich glaube, den baue ich sogar als erstes. Und dann baue ich die Farm. Dann den Tempel für den Erfahrungsbonus. Ja, den haben sie hier nämlich noch nicht. Gut. Schmied kann ich theoretisch auch machen. Dann haben die... Was? Ermöglicht Ausbildung von Amazonenwagen. Wenn ich den Schmied baue? Echt jetzt? Oh, das ändert ja alles. Das ändert einfach alles. Ich Storchkopf. Warum habe ich mich da nicht mal ein bisschen informiert? Warte mal. Habe ich hier ansonsten noch irgendwas, was hier... Steht das hier in den Gebäudedetails auch? Gebäudekartei? Schmiede? Hier. Ja, tatsächlich. Kriege ich hier noch Besseres? Erfahrung 2. Erfahrung 2. Fernkampfwaffen plus 2. Es gibt dann richtig, richtig Schaden und Rüstung. Das ist ja voll geil. Oh, wir können sogar Stufe 3 Schiffe bauen. Bireme, Triere und Kinkireme. Cool, okay. So hätte ich das ja gar nicht gespielt. Dann kann man das ja doch theoretisch sinnvoll spielen. Aber man merkt schon, dass unser Gold allmählich weniger wird, ne? Wir können allmählich die Armeen nicht mehr decken, die Kosten der Armeen. Aber gut. Ja, weil dann hätte ich hier diesen Krampf mir hier eigentlich sparen können. Oder? Und die Kosten.